Fußball 2000. Es ist die größte Reaktion, die wir bei Fußball 2000 jemals hatten. Aber vollkommen zu Recht, denn ich muss sagen, die Eintracht hat insbesondere in den ersten 20 Minuten ein Feuerwerk abgebrannt, liebe Leute. Ich bin auch wieder da. Ganz kurz mal, aber liebe Leute, wir müssen erst mal sehen. 0:0, ein Punkt gegen Tottenham, aber das war doch ziemlich herausragend, liebe Harry, oder? Am Ende des Tages, wir sind immer noch Eintracht Frankfurt, das war Tottenham. Wir haben am Ende mehr gemacht. Wir hätten das Ding am Ende gewinnen können. Gewinnen können? Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das genauso seht. Wir haben einen Punkt geholt gegen Tottenham, gegen Kane. Haben jetzt 4 Punkte. Punkt. Jürgen Song. Genau, und Richard Dingsdong. Absolut überragend. Wir haben Emerson Royal. Ich will deinen Namen einfach haben. Ich sag halt, man kann jetzt irgendwie wirklich, wenn man meckert, sind es wirklich so Kleinigkeiten. Ja. So, die Auswechslung von Kolumuani, das Hinterherlaufen von Jakic, aber das war Tottenham, Champions League, wir haben am Ende mehr gemacht. Geil, scheißegal. Ein Punkt gegen Tottenham. Kann man nichts sagen. Heike, was ist dein Gefühl? Das war eine Millionentruppe. Ja. Milliarden können. Milliardentruppe? Was wollen wir denn mehr? Ja, was wollen wir denn mehr? Was wollen wir mehr? Patricia, was willst du mehr? Willst du 3 Punkte? Ja, ich will 3 Punkte. Patricia, was willst du denn? Ich will 3 Punkte. Aber nee, ich kann mich da anschließen. Das ist, glaube ich, eine reife Leistung gewesen von der Eintracht. Komm mal mehr wegen Tottenham. Ein Punkt gegen Tottenham. Tottenham! Kann man hier Hakoto Maseba einspielen? Hasebi! Ein Punkt gegen Tottenham ist, finde ich, vollkommen in Ordnung. Klar, wäre ein Sieg schöner, aber mein Gott, das war, finde ich, eine ordentliche Leistung, auch in der zweiten Halbzeit. Anstrengendes Spiel auch, guter Gegner, was soll man mehr sagen? Aber du sagst, es ist ordentliche Leistung. Überleg nochmal die ersten 20 Minuten, wie absurd barbarisch war das denn, lieber Basti? Ich würde gerne lieber den Schauspieler erstmal sprechen lassen. Ich mache das Abschlussstatement. Alles klar. Anton, was soll ich sagen in den ersten 20 Minuten? Irgendwas zu spielen hier. Ja, ich sag doch, lass mich doch reden, Alter. Wir müssen einfach 1-0 führen. Was war das für ein geiler Standard? Diese Eckvariante. Ich meine, die probieren ja die ganze Zeit offensive Variation. Flach rein, durchlassen, bam, Torwart schon geschlagen. Leider noch der Abwehrspieler auf der Linie klärt den. Aber ich glaube, es war ein Spiel, wird durch den Standard oder ein Konter entschieden. Hat nicht sollen sein, 0-0. Aber du sprichst die Qualität an. Überlegt euch diese schnellen Bewegungen aus der Defensive. Fallkontakt, 3 Stationen, schon der Angriff. Pass genau in den Spitze, das ist doch herausragend. Das ist doch obergeil, Ich meine, im Endeffekt, es tut mir echt weh. Kannst du dich erstmal vorstellen? Hallo Gude, ich bin Max, bin auch so ein Schauspieler wie Anton. Aber nicht ganz so erfolgreich. Heute gibt es auf jeden Fall noch Schläge. Das war die Champions League, das war Tottenham. Wir haben ein geiles Spiel gesehen, wirklich. Ey, was wollen wir? Hatten mega Stimmung. Was will man denn? Hey, Martin, endlich wieder da. Schöne Grüße. Ich habe mich gefreut. Man hat es gleich gemerkt. Es war so geil. Die Crowd ist wieder da. Das war doch herausragend. Also das hat auch gleich ein anderes Gefühl gegeben. Was ich weiß, ich lasse jetzt am Ende. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. Genau. Aber lieber Fußball 2000, abonniert den Kanal und wartet am Montag auf die große Folge. Aber wir sind noch gar nicht fertig, denn ich will mit euch inhaltlich noch ein bisschen sprechen. Denn tatsächlich ist mir aufgefallen, dass die Eintracht, ich meine, ich war ein paar Wochen raus, ihr habt es gemerkt, aber mit der Säbel, diese Stabilität, wie jeder einzelne Spieler da nochmal eine Qualität bekommt, wo ich sage, Alter, wie alt bist du? Ich sage euch mal eins, wenn Elon Musk mir erzählt, dass die Humanoiden, die er bald verkaufen will, schon in den Verkauf gebracht hat und wir müssen raten, wer es ist. Ich glaube, es könnte Makoto Hasebe sein. Oder Knauf. Genau. Ich meine, was macht der denn? Er spielt rechts, er spielt links, er hat ein Selbstbewusstsein, das ist unglaublich. Knauf ist egal. Er hat sich ja am Anfang der Saison schwer getan. Richtig. Aber was ist jetzt? Du kannst ihn überall einsetzen. Variable bis zum Ende. Sag auch den Leuten, dass wir da sind. Explodieren. Ja. Also, Patricia, Abschlussstatement kommt natürlich von Basti, aber dein Fazit dazu, wir müssen sagen, 4 Punkte, es ist noch alles möglich, oder? Klar, es ist alles möglich. Wir haben immerhin Marseille hinter uns gelassen. Das ist erfolgreich, die ersten richtig Punkte. Und wichtig, meine Meinung. Ja. Ja, und mit Tottenham gleich auf sein. Auch Sporting ist mit 6 Punkten noch erreichbar. Also. Und die Spiele kommen ja jetzt alle knapp hintereinander. Jetzt geht's rund, bam, bam, bam. Die fiesen Friesen. Entscheiden. Die fiesen Friesen gegen Tottenham. Nächste Woche geht's rund, Rückspiel. Wir müssen natürlich aufpassen, was ist mit Marseille. Hat mich riesig geärgert, dass die jetzt 3 Punkte geholt haben. Ja. Aber wir müssen weitergehen. Und dann will ich wissen, was kommt, Basti, dein Abschlussstatement. Jeder hat darauf gewartet. Das ist so ein bisschen der Cliffhanger. Leute. Eintracht Frankfurt, ich war beim Abschiedsspiel von Alex Meyer. Da hat Heiko Butscher und Benny Köhler. Legenden. Legenden haben aber darum gemacht. Die spielen heute gegen Tottenham, wir haben die im Griff.
Ich will einen ganz kurzen Gruß an Antonio Conte ausrichten. Digga, schäm dich. Schäm dich, wie du hier teilweise aufgetreten bist. Wir stellen uns an den eigenen 16er. Ihr seid fucking Tottenham. 690 Millionen Euro und ihr habt Angst vor der Eintracht. Du hast auch wieder recht. Das spricht für die Eintracht, ganz ehrlich. Und esst diese ganzen Geschichten. Ha, mein Freund ist da. Esst diese ganzen Geschichten mit dem großen Löffel, Leute. Das, was hier passiert, ist nicht selbstverständlich. Das war ein Fest. Pam, pam, wir pam. Haben uns gesehen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao, ciao. Sagt den Leuten, wir sind da. Ja, Mr. Reich, wir sind im Landeanflug auf Wien. Ich hab Nasenbluten bekommen. Aber wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen was vorbereiten und dann geht's rund. Aha. Generalprobe, Freunde. Freut mich, dass Sie hier sind jetzt. Warum macht ihr sowas?